Trap Metal, Leute! Mein Name ist Ruffnik und ich begrüße euch zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich liebe Hip-Hop und ich liebe Metal. Am liebsten beides zusammen. Jetzt spiele ich zwar mehrere Instrumente, aber Gitarre gehört leider nicht dazu. Das ist für die Produktion von Trap Metal natürlich ein bisschen hinderlich. Aber jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, dieses Problem zu beseitigen. Und zwar ist es mir gelungen, mit Vital Synthesizer zu machen, die sich anhören wie richtige Gitarren. Und wie ihr damit ebenfalls Trap Metal Beats wie diesen hier machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns mal meine Lead-Gitarre an. Die klingt folgendermaßen, ohne jegliche Nachbearbeitung. Dahinter verbirgt sich dieser Vital. Ihr seht, ich habe hier einen Wavetable, bestehend aus einer Art Sawwave und einer Squarewave gemacht und Randoms, die dazwischen hin und her wechseln. Jetzt klingt das aber immer noch ein bisschen zu glatt und aus diesem Grund habe ich hier diesen zweiten Oszillator hinzugefügt, der in einer Disharmonie ab und zu dazu spielt. Auch das wird über den Random gesteuert. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr einen Ton auswählt, der nicht harmonisch zum ersten ist. Mit anderen Worten, sorgt dafür einfach, dass in diesem Feld hier keine 0, keine 5 oder minus 5, keine 7 oder minus 7, keine 12 oder minus 12, keine 17 oder minus 17, keine 19 oder minus 19 oder keine 24 oder minus 24 stehen und so weiter. Anschließend habe ich das Ganze durch diese Effects-Chain hier gejagt. Ich habe hier einen Equalizer, einen Kompressor, hier ist es der CLA 3A Stereo, dann noch einen weiteren Kompressor, den MC77 von Purple Audio, einen weiteren Equalizer, einen Panner, der das Ganze automatisch nach links und nach rechts pannt, dann einmal SSL Guitar Strip, ein wunderbarer geiles Plugin zum Abmischen von Gitarren. Insgesamt klingt das Ganze dann so. Anschließend haben wir hier diese Power Chords, die sich so anhören. Jetzt stellt sich die Frage, was ist das Geheimnis hinter den Power Chords? Schritt 1, ein Oszillator. Schritt 2, ein weiterer Oszillator, eine Quinte oder 7 Halbtöne darüber. Schritt 3, Distortion. Fertig. Einmal nach links pannen und einen Ton spielen, einmal klonen und nach rechts pannen und denselben Ton eine Oktave höher spielen und man bekommt das. Meine Effects-Chain auf meinen Power Chords sieht außerdem so aus. Ich habe einen Equalizer, dann einmal Distortion mit dem Decapitator von Soundtoys, dann ein weiteres richtig tolles Distortion-Plugin und zwar Bite Harder von Denise. Das ist ein Bipcrack-Distortion-Plugin. Dann ein weiterer Equalizer, nochmal Guitar Strip. Oh, bevor ich das Wichtigste vergesse, nämlich warum es so chuggy klingt, ich habe die Velocity an die Release-Zeit des Envelope 1, der meine Lautstärke steuert, gekoppelt. Auf diese Art und Weise kann ich, indem ich sanfter spiele oder mehr reinhaue, unterschiedlich lange Noten machen. Und das verleiht eurer Gitarre eben nochmal viel mehr Natürlichkeit. In meinem Fall jetzt, wenn ich Trap Metal machen möchte, mache ich Trap Drums dazu, wie diese hier. Dann mache ich eine 808 mit Vital, bounce sie heraus und füge sie in einen Sampler ein, damit ich sie benden kann mit dem Pitchbend. Und das war's. Trap Metal, ganz ohne Gitarren, nur mit Synthesizern. Wenn euch dieser Beat gefallen hat, dann könnt ihr ihn auf meinem BeatStars lesen. Link ist in der Beschreibung. Folgt mir auf meinen anderen Socials, die ich hier irgendwo einblende. Links dazu sind ebenfalls nochmal in der Beschreibung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und Metal off!